vor ihrer Höhle herumzualbern, war wohl nicht so besonders clever, oder? Das merken wir uns fürs nächste Mal. Falls es ein nächstes Mal geben sollte. Baby Blue! Oh, die Drachen beschützen nur ihre Brut. Zeig dich, Gurga! Baby Blue, geh wieder zurück! Gib mir Gurgos! Na komm! Ihr könnt nicht für immer da drin bleiben! Schreit euch hinter die Ohren! Ich werde dieses Einhorn kriegen! Nicht schlecht! Hört mal, die Drachen sind hier nicht mehr sicher. Wir müssen sie woanders hinbringen. Aber das sind Drachen! Wie denn? Und wohin? Wo es sicher ist. Außer Rixels Reichweite. Der Gipfel der Nadelspitzenberge wäre gut. Da oben kriegt er sie niemals. Was ist mit den Eiern? Die können wir doch nicht einfach hier liegen lassen. Es muss eine Möglichkeit geben, sie sicher dort hoch zu transportieren. Was sagst du, Onschau? Ein zweiter Ausgang? Ja, so macht man sowas. Wir brauchen noch mehr Pfeffersuppe. Na klar doch. Ihr habt Glück, ich wollte gerade welche machen. Heute Abend wird sie fertig sein. Erst dann? Feine Küche duldet keine Eile. Das ist ein sensibler Prozess. Außerdem habe ich vergessen, wie man sie macht. Na, ist ja toll. Was machen wir jetzt? Warum ist eigentlich der Ballon da? Deine Eltern wollten, dass Xolana und Shiva ihn schrubben. Ich habe eine Idee. Sie schließt doch nicht das Mitnehmen des Ballons mit ein, oder? Ja, und jetzt müsst ihr wirklich sehr vorsichtig sein. Ich will keine Kratzer auf dem Holz. Wenn ihr es schrubbt, müsst ihr darauf achten. Mein Ballon! Oh nein! Jemand hat ihn gestohlen! Schatz! Danke, Dad! Mo! Ich bin sicher, dass er dafür einen guten Grund hat. Heißt das, wir müssen ihn jetzt nicht mehr schrubben? Das ist eure letzte Chance! Denkt ihr etwa, ein Meister-Großwildjäger kennt keine Mittel und Wege, seine Beute aus einer Höhle zu treiben? Kennen Sie sie? Passen Sie auf und lernen Sie! Oh. 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 Die Eier werden Schaden nehmen, wenn er damit weitermacht. Mo, Yuko... Wo seid ihr? Die Zeit ist um! Ihr lasst mir keine Wahl! Gurga, räucher sie aus! Oh. Feuer frei! Achtung! Ja! Sehr gut, ja! Ja, das hat gesessen! Ihr helft mir doch, neue Pfefferschoten zu finden, oder? Klasse! Der Ballon wird nach diesem Trip garantiert eine Wäsche brauchen. Wow, wir werden die ersten Elfen auf dem Gipfel der Nadelspitzenberge sein. Und du behauptest, ich nehme dich nirgendwohin mit? Das schlägt natürlich jedes Picknick. Ja, da sind sie. Der Ballon ist nur noch ein kleiner Punkt. Und dort oben werden sie vor Rixel sicher sein. Sie werden wild und frei leben, so wie sie es gewohnt sind.